Andreas, ich würde sehr gern noch auf eine etwas speziellere Fuge eingehen, die Säurisfuge. Säurisfugen sind Sonderfugen. Sie werden bewusst dort eingesetzt, wo ich hohe Spannungen im Beton abbauen möchte und möglichst einen rissfreien Beton in dem gesamten Element herstellen möchte. Um diese Spannungen abzubauen, nutzen wir eine Querschnittsschwächung. Und dadurch, dass dieses Rohr einen hohlen Querschnitt hat, schwäche ich den Beton. Zusätzlich kann die Bewehrung auch noch geschwächt werden und erzeuge somit einen Riss. Dadurch kann sich der Beton rechts und links des Risses weiterhin entspannen und ich beuge einer weiteren Rissbildung vor zwischen den Feldern. Die Abdichtung der Säurisfuge schaffen wir hier mit dem Kunex Sternrohr. Richtig. Sagst du mir, in welchen Größen das es gibt? Die Größen, die wir ausliefern, sind je für die meisten Wandstärken üblich. 60 mm Durchmesser, 90 mm und 175 mm. Und wie sieht die Fuge an der Stelle aus? Wie bildet man dieses Detail der Säurisfuge in der Fuge aus? Ich nutze dieses Sternrohr, flexe es unten ein. Es hat ja in der Regel eine Verbindung zur unteren umlaufenden Abdichtung in der Bodenplatte Wandfuge. Und durch diese Befestigungsösen, die hier dran sind, oder durch diese Befestigungsstege, kann ich dieses Rohr sehr schön an der Bewehrung feströdeln, sodass es in einer senkrechten Einbaulage bleiben kann. Wichtig ist, dass man diesen Fußpunkt mindestens 5 cm aufsetzt, damit auch hier unten der Wandbeton sich reinkrallen kann und reinlaufen kann. Und die eigentliche Abdichtung übernehmen wieder diese bekannten Sperranker, wie wir es von den Fugenbändern gewohnt sind, nur diesmal in einer runden, geschlossenen Form. Auf der Innenseite braucht es da einen Fugenabschluss. Es ist sinnvoll, auf der Innenseite natürlich eine Trapezleiste einzusetzen, damit dieser Riss sauber geführt wird. Man kann sich vorstellen, wenn ich das nicht mache, dann habe ich den Riss dort, aber der könnte wie ein S an meiner Wand runterlaufen. Das sieht nicht schön aus. Und deswegen nutzt man Trapezleisten, um den Riss und somit auch die Fuge sauber vorzugeben. Dass man sagt, das ist eine gewollte Fuge, so sieht sie aus, die darf reißen, weil auch dort die Abdichtung platziert ist. Jetzt ist dieses Sternrohr ja innen hohl. Muss man das dann während dem Betonieren berücksichtigen? Wir empfehlen, dass wir nach der Betonage das Rohr verfüllen mit Vergussbeton. Das Sternrohr ist das Produkt aus der Kunex-Familie. Auch in der Serie Pentaflex gibt es was für Säurisfugen. Richtig. In der Serie Pentaflex haben wir unser Produkt Pentaflex OBS, Ortbeton-Säurisfuge. Das kann man einsetzen in Wänden als auch in der Bodenplatte. Und dort erzeugen wir den Riss oder diese Querschnittsschwächung durch einen Abriss, durch ein glattes Blech, was wir einfach verwenden. Und lassen dort gezielt den Betonquerschnitt voneinander abrutschen und dichten das dann mit unserem bewährten Pentaflex KB 167 ab. Ich nehme an, das gibt es auch wieder für unterschiedliche Bauteilstärken. Das ist richtig. Und auch da nutzen wir eben die Schwächung. Wir brauchen wieder das Einbaumaß E, was schon mal erklärt worden ist, dass wir dort diese Fuge entsprechend erzeugen. Sinn und Zweck ist, dass ich natürlich dadurch auch größere Bodenplattenabstände betonieren kann, weil ich die Rissbildung natürlich schön genau führen kann und kann mir die vorplanen.